Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Heute kümmern wir uns mal wieder um den V8, um genau zu sagen, den RS4 B7. Leider doch eine ziemlich große Baustelle, die wir uns hier angelacht haben. Und zwar mit den Krümmern von dem RS5 ist leider nicht ganz so einfach. Heute wollen Patrick und ich aber ein bisschen weitermachen. Wir haben auf der linken Seite, haben wir letztes Mal aufgehört und das Problem war, wir konnten den Krümmer gar nicht montieren, weil hier dieser fette Cut saß. Deswegen hat Patrick hier auf der Seite den Cut schon mal abgeflext und somit können wir den Krümmer immerhin schon mal anbauen. Damit ist dann aber auch schon wieder genug, weil wir mussten hier oben, sitzt normalerweise der Positionsgeber von der Nockenwelle, den mussten wir gänzlich rausschrauben, damit wir überhaupt den Krümmer montieren können. Also das kann natürlich so nicht bleiben. Jetzt zur Sekunde können wir den Krümmer aber immerhin schon mal anschrauben. Das heißt, der Plan für heute ist, als nächstes schneiden wir auch hier den Cut ab für die Beifahrerseite. Dann schrauben wir auch die Seite an den Motor. Im nächsten Step hängen wir den Motor wieder rein, damit wir dann die Verbindung von hier am Getriebe zum Auspuff bauen können, weil das Ganze wird nämlich nur am Auto gehen. Anschließend kommt alles wieder raus, dann müssen wir uns um diese Baustelle kümmern. Das heißt, hier werden wir das Rohr einschneiden müssen und werden das Ganze nach vorne kippen müssen. Patrick hat nur so ein bisschen die Befürchtung dabei, dass hier nicht so viel Platz ist am Auto. Deswegen, bevor wir das Ganze machen, würden wir ihn gerne einmal nochmal reinhängen, damit wir gucken können, wie viel Platz hier ist. Und wenn dann hier das Rohr angepasst ist, müssen wir als letztes noch das Wasserrohr, ihr erinnert euch letztes Mal, hier geht original ein Wasserrohr lang, das ist auch noch im Weg, sprich, das müssen wir dann auch noch umkonstruieren. Also wie ihr seht, große Baustelle. Patrick ist schon richtig motiviert. Sag mal ja. Hallo. Hallo. Ja, aber wenn es einfach wäre, würden wir wahrscheinlich haufenweise RS4 mit so einem Krümmer rumfahren. Aber wir haben uns als Ziel gesetzt, wir wollen unbedingt diese Krümmer hier dran haben und deswegen gehen wir die ganze Sache jetzt auch an. Hier könnt ihr übrigens sehr schön den 4-in-1 Krümmer sehen, also wirklich alle vier Rohre gehen einzeln bis zum Sammler hin. Das ist sogar so ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein geschwungener Sammler, habe ich so ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Hast du das schon mal so gesehen, Patrick? Nee. Auch noch nie, ne? So. Sieht auf jeden Fall krass aus und ich denke mal, es wird hoffentlich auch was bringen. Nächster Plan ist jetzt, das sind jetzt knapp 90 mm. Wir wollen in 70 mm bis zu den Cuts am Unterboden bauen. Das heißt, als allererstes kommt hier wieder ein kleiner, ich sag mal ein kleiner Konus drauf auf 70 mm, dass wir dann quasi in 70 mm bis zum Cut bauen können. Beim Flexen ist mir dann auch eingefallen, warum das so geschwungen ist. Da werden sich bestimmt so ein paar schlaue Ingenieure bei Audi bei gedacht haben, die wollen noch einen Drall hinter den vier Rohren wahrscheinlich erzeugen. Und quasi durch diesen Drall wahrscheinlich noch irgendwie noch mehr... Ein Sog wahrscheinlich. Genau, einen Sog erzeugen. Ne? Einzige Erklärung, die ich dafür habe. Ob das jetzt Sinn macht, wenn direkt hier hinter der Cut sitzt, weil hier saß ja direkt hier der Cut, ist eine andere Sache. Aber irgendwas werden die sich ja auf jeden Fall bei gedacht haben, das so leicht gedreht zu machen. Wahrscheinlich ist er deswegen so gut permanent ringsum gebrannt. Interessant wäre das jetzt ja nochmal, ob das vielleicht auch noch passend zur Zündreihenfolge ist. Ne? Ob jetzt vielleicht so die einzelnen Zylinder in drei Richtungen hintereinander zünden. Und der so vielleicht nochmal für eine bessere Füllung sorgt, ne? Weil er wirklich so einen Sog erzeugt. Ja, ist auch ganz egal. Wir haben uns ein paar Reduzierer gebastelt. Die passen hier jetzt drauf. Die schweißt Patrick jetzt als erstes an, beziehungsweise punktet sie an. Das heißt, wir gehen jetzt quasi von 90 auf 70 und mit 70 gehen wir dann am Getriebe lang zum Unterboden zu den Cuts. Genau. Du schweißt sie an, ich kümmere mich um die andere Seite, würde ich sagen. Genau. So, nächstes Problem. Auf der anderen Seite geht die Sekundärluft hier auch noch lang. Dieses Rohr ist auch noch im Weg. Und hier seht ihr jetzt gerade, was wir schon auf der anderen Seite abgebaut hatten, den Nockenwellenpositionssensor. Der ist komplett im Weg und der Krümmer geht dagegen. Also auf der Seite müssen wir auch einschneiden. Und auch Platz machen. So.
Weil, siehst du das? Dann müssen wir danach gleich einen Bogen machen, ne? Und das Ding gleich als Bogen ansetzen? Nein. Lass das so. Erstmal eine Richtung geben. Weil. Wir machen da drei Punkte ran, damit es erstmal hält. Die drei Punkte können wir immer nochmal lösen. Da Philipp hier ein bisschen reingeflext hat, werde ich jetzt erstmal die beiden Bleche miteinander wieder verbinden. Und danach kommt der Konus hier drauf. Den werden wir allerdings erstmal bloß anpumpen, um im eingebauten Zustand zu gucken, wie das sitzt. Nicht, dass wir noch was ändern müssen, und dann kann man das immer noch mal ändern. Der Motor hängt jetzt wieder drin und jetzt sieht man hier halt extrem schön, dass es ist zwar mehr Platz als gedacht, aber es ist schon ganz schön eng. Das heißt, wir können jetzt eingebaut ungefähr abschätzen, wie viel Platz zu dem Rohr bleibt, und dann können wir anschließend das Ganze ausgebaut auseinanderflexen und das Rohr ein bisschen kippen. Das Gute ist, nach oben hin ist auch genug Platz. Wir müssen ja das Wasserrohr noch abändern. Ich habe jetzt einfach mal prophylaktisch das alte Wasserrohr falsch rum hier reingesteckt, um euch mal zu zeigen, dass da zum Glück genug Platz ist. Für diejenigen, die das nicht so oft machen, es gibt ja Motoren, die haben von der Verschraubung Getriebe zum Motor 10 verschiedene Schraubenlängen. Da macht man sich eine Pappe, schreibt halt oben hin, und hier habe ich noch den Starter aufgezeichnet. Dann stecke ich da die Schrauben rein, nach und nach, und so weiß ich nachher, welche wohin kommt. Weil, wie man hier vielleicht sieht, gibt es verschiedene Längen. Verschiedene Durchmesser, verschiedene Längen. Und es gibt nichts Nervigeres, als wenn du am langen Arm über dem Getriebe die falsche Schraube ansetzt und nach 3 Minuten feststellst, dass es zu lang ist. Genau, weil das am anderen Ende eine ist, die ist 5 mm kürzer, und dann reicht die nicht, weil du woanders die zu lange reingeschraubt hast. Ja. So, Motor ist wieder drin. Wir setzen jetzt das Getriebe noch an, dass das auch wirklich so alles so sitzt, wie es soll. Und dann können wir anfangen, die Hosenrohre zu bauen. Ist so, dass du die Verlängerung ist? Dann bist du für dich bei der Arbeit. Wir zeigen euch jetzt mal kurz, wie das hier so von unten aussieht. Unser Plan ist es jetzt, von Krümmer mit ein paar Rohrbögen und ein bisschen Rohr ein bisschen zu stückeln, so lange, bis wir ungefähr hier wieder rauskommen, würde ich sagen. Ne? Jo. Wo machen wir das Flexrollen? Da, wo das Original sitzt, würde ich sagen. Dahinter, ne? Ich glaube, hier hinter war das. Hier hinten war es. Genau, hier so kommt dann irgendwo ein Flexrohr, dann kommt der Cut. Und zwischendrin werden wir für die, ich sag mal, für die Schrauberfreundlichkeit, machen wir irgendwo noch eine V-Mann-Schelle hin, dass man das Ganze am Ende einfach montieren und demontieren kann. Pass auf, du kriegst folgende Aufgabe. Pass auf, ich hole einen von meinen Stücken, dann haben wir es zum Anpassen. Wie? Na, nur um den Winkel zu messen. Weil, nee, ich hätte sonst jetzt einen auf der Hälfte geschnitten und einen auf ein Drittel. Dann haben wir 45, 30, 60. Ja. Hier sagen wir so raus, gehen hier so rum und müssen also auf jeden Fall, dürfen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt einen geraden Knick gehen, ne? Dann kommen wir Richtung Wasserrohr näher. Runter. Du würdest gleich runter gehen. Ein bisschen runter, ein bisschen weg. Das heißt wie viel Grad ungefähr? Soll ich das Ding mal ranhalten? Das wäre theoretisch gerade fast ein Bogen. Das war hier einfach gerade runtergehen und dann hier unten erst wieder am Bogen. Ja. Könnten wir machen, dann müssen wir oben bloß, warte mal. Das Ganze ist eigentlich sogar relativ einfach. Wir kommen eigentlich damit zurecht, nur einen Bogen und ein gerades Stück. Dahinter kommt dann eine V-Mann-Schelle. Die lässt sich nämlich besonders einfach später montieren. Und Patrick und ich sind der Meinung, dass wenn wir das Ganze so jetzt einfach an den Krümmer heften, können wir ab hier später eingebaut weiterbauen. Das heißt, wir müssen jetzt nur dieses Stück an den Krümmer heften. Danach kann Patrick das alles durchschweißen
Und alles weitere von hier bis zum Auspuff können wir dann später, wenn Motor wieder eingebaut ist und, ganz einfach montieren, weil mit der V-Bahn-Schelle hier geht das wirklich spielend leicht. Wir versuchen euch mal das zu zeigen. Das ist natürlich alles ein bisschen enger und dunkler und so weiter hier, aber wir gucken mal, ob wir das ins Bild reinbekommen. So, wir haben das jetzt gepunktet, nochmal dran gehalten. Passt sehr gut. Jetzt schweiße ich die und die Naht durch, damit wir nachher, wenn alles am Krümmer dran gepunktet ist, nicht unhandlich wird. Und danach, wenn das dann so leicht abgekühlt ist, punkten wir es oben an und bauen die andere Seite. Stopp! Patrick schweißt und ich baue in der Zeit schon mal die andere Seite. Ja, so machen wir das. Du siehst so ein bisschen aus wie Puck die Fliege. So, wir hoffen jetzt die ganze Zeit, dass das tonmäßig klappt, ne? Hoffen wir das, ja. Wir haben jetzt auf beiden Seiten unsere, ich sag jetzt mal, Verlängerung des Krümmers fertig. Jetzt kommt noch mal eine etwas tricky-hafte Stelle. Und zwar müssen wir die jetzt noch eingebaut an den Krümmer anpunkten, damit wir es dann rausnehmen und durchschweißen. Genau. Ist natürlich mit dem Wickschweißgerät immer ein bisschen schwieriger, weil man halt hingucken muss. Aber wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Ich habe hier extra den kurzen Aufsatz drauf, um zu gucken, ob man damit Platz hat. Guck doch mal an. Ja, ich hole mal das Draht. Heißt das Draht? Ist das nicht der Draht? Ja, im Osten ist das anders. Ach so, okay. So, es ging bescheiden, aber am Ende haben wir es doch geschafft, die Rohre da über Kopf anzupunkten. Jetzt bauen wir das Ganze wieder aus und dann wird der Krümmer durchgeschweißt. So, zum Schweißen bauen wir natürlich die Krümmer wieder ab, weil man einfach besser rankommt. So, jetzt schweißen wir die ganze Sache noch fertig hier oben vom Konus. Und normalerweise könnte man das jetzt formiert schweißen. Ist jetzt beim Sauer nicht ganz so wichtig. Beim Turbomotor würde ich es halt bis zum Lader immer machen. Und für diejenigen, die wissen wollen, was formieren ist, da macht man quasi an allen Öffnungen einen Deckel drauf und lässt Gas reinströmen. Halt bis es an einem Ende rauskommt, lässt man ein kleines Loch so, dann bis es rausströmt. Und dann ist quasi das Schutzgas, was man ja auch um den Brenner hat, auch innen drin an der Naht. Und dann ist das Ganze ein bisschen sauberer. So, dann werden wir mal anfangen. Wie lange schweißt du schon, Patrick? 2005. Erste Abgasanlage vom Scirocco habe ich noch nicht mit Wick geschweißt. Also Wick schweißen jetzt. Mhm. Da habe ich, glaube ich, noch einfach Rohr bestellt und geschweißt. Also auf jeden Fall schon ein paar Jahre, ne? Ja. Und dann habe ich angefangen mit Edelstahl beim ersten 1-8-T-Umbau, glaube ich. Krümmer Nummer 1 ist fertig. Patrick schweißt noch den zweiten Krümmer durch. An der Stelle verabschieden wir uns heute von euch. Als nächstes geht es mit der Problematik von dem einen Abgasrohr weiter und mit dem Wasserrohr. Und dann hoffe ich, dass wir demnächst den V8 auch wieder einbauen können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Da ihr am ersten Teil die Simse so geil fandet, dachte ich zeige euch die mal jetzt ein bisschen genauer.